Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich wollte heute mit euch Bratäpfel zusammen mal machen. Und ich muss gestehen, ich habe noch nie Bratäpfel selber gemacht. Ich habe auch erst einmal einen Bratapfel in meinem Leben gegessen. Das ist auch schon 20 Jahre her. Aber ich bin ja mal immer so an neuen Sachen, neuen Rezepten ausprobiert und habe mir gedacht, so dieses Jahr, jetzt, wir wollen gleich einen Spieleabend noch machen, ist das ja vielleicht ganz passend. Genau, und dann will ich mit euch noch über Weihnachtsessen sprechen, weil ich da, so wie meine Kinder jetzt sagen würden, ein bisschen lost bin. Mal gucken. Genau, fangen wir aber mit den Bratäpfeln an. Ich habe hier vier so eine schönen, roten, großen Äpfel. Ich habe die jetzt schon einmal oben abgeschnitten und, nein, nicht ausgehöhlt, aber das Kerngehäuse rausgemacht. Genau, ich habe jetzt kein spezielles Rezept. Ich mache das Pi mal Daumen. Ich hatte mir auf Chefkoch ein paar Sachen durchgelesen, aber es war alles irgendwie mit Rosinen und Rosinen mögen wir nicht. Von daher mache ich da so meine eigene Mischung. Ich habe hier einmal gehackte Mandeln. Die packe ich jetzt hier mal in meine Schüssel, aber noch nicht die ganze Packung. Und dann haben wir einmal Marzipan. Eigentlich nimmt man ja Rohmarzipan, hatten die aber nicht. Meine Tochter war so lieb, gestern spätabends nochmal los, dafür die Sachen einkaufen, weil heute haben wir Sonntag, haben die Läden zu. Und alternativ haben wir dieses Marzipan gekauft. Und dann habe ich dazu noch so Chocolate-Chunks, so kleine Schokoladenstückchen. Mal gucken, wie ich das jetzt alles zusammenmixen kann zu einer Packung, zu einer Masse. Bin ich auch mal gespannt. Ich werde, ja, aber der ist eigentlich auch ganz gut zum Kneten. Mal gucken, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie ich das hinkriege. Das zu einer Masse kneten ist natürlich sehr schwierig. Ich werde, ja, das geht wirklich sehr schwierig. Ich glaube, da werde ich ein bisschen was anderes mir einfallen lassen müssen, dass ich vielleicht erst die Mandeln in den Apfel fülle und dann von dem Marzipan, ich glaube Schokoladestückchen brauchen wir gar nicht mehr, weil um Marzipan schon Schokolade war. Bei einigen Rezepten gab es auch, dass man Honig mit reinmacht. Aber ich habe gedacht, da wir jetzt schon diesen süßen Marzipan haben, müssen wir nicht auch noch Honig reinmachen. Ich glaube, das wird dann zu süß. Bei einigen kam auch noch Butter mit rein. Ah, jetzt klebt das ein bisschen fest. Ja. Jetzt wird das was. Naja, so halb. Okay, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Aber naja, schauen wir mal, wie ich das jetzt in so einen Apfel reinkriege. Ich mache erstmal ein bisschen Nüsse oder vielmehr Mandeln. Dann ja, kommt Marzipan. Stopfe ich mal so schön rein. So sieht das dann aus und dann kommt der Deckel wieder oben rauf. Okay, ich bin mal neugierig. Ich habe hier schon eine Auflaufform mir zusammen hingestellt. Da werde ich den jetzt schon mal reinpacken. Gut, nehmen wir mal den nächsten. Erst wieder Nüsse. Genau, wenn ich jetzt hier einfülle, kann ich mit euch ja mal über unser Weihnachtsfest sprechen. Insbesondere darüber, was es so zu essen gibt, weil ich halt dieses Jahr so, ja, nicht so wirklich Ideen bis jetzt habe. Eigentlich gibt es oder gab es bis jetzt immer Heiligabend Kartoffelsalat oder Nudelsalat mit Würstchen, aber ich wollte mal irgendwie was Besonderes machen. Also Würstchen wird es wahrscheinlich so oder so trotzdem dazugeben, aber vielleicht wollte ich ein oder zwei besondere Salate machen. Ja, irgendwie was Nettes, Ausgefalleneres, irgendwie was Besonderes. Ja, und an den Weihnachtsfeiertagen weiß ich es halt ehrlich gesagt noch nicht. Also letztes Jahr gab es also am ersten Feiertag abends dann Rotkohl und Klöße, das bleibt auch so. Und da hatten wir eine
Ja, eine Ente war es. Eine Ente zugemacht. Aber ja, wir sind zwei Fleischesser mehr, weil meine Tochter und ihr Freund jetzt keine Vegetarier mehr sind. Und das wird sonst ein bisschen knapp. Und ich weiß halt noch nicht, was ich jetzt dazu machen soll. Habe ich ja gar keine Ahnung. Und auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, was ich da kochen soll, weiß ich auch noch nicht. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was es bei euch so an den Feiertagen Weihnachten zu essen gibt, was ihr so kocht, ja, was ihr so für Ideen habt. Das würde mich sehr interessieren. Also ich bin für Inspiration immer offen. So, auf jeden Fall so Kuchenprobleme werde ich, denke ich mal, nicht haben. Heiligabend, wenn wir irgendwie eine schöne Torte machen. Ich hätte Lust auf irgendwie eine schöne Schokosahnetorte oder so. Und am ersten Feiertag mache ich auch irgendeinen Kuchen. Und da hätte ich die Idee oder Lust zu Tiramisu mal selber auszuprobieren. Ich glaube, ich habe das schon mal vor Jahren einmal gemacht. Aber da wollte ich vielleicht ein so weihnachtliches Tiramisu für nachmittags, für ja, zum Kaffee und Kuchen kann man das, glaube ich, auch ganz gut ja, machen. Und genau, und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es dann auch irgendwie eine schöne Torte oder Schokokuchen oder so. Also da wird mir gut was einfallen, aber halt zum Kochen noch nicht so wirklich. So. Ach, die kippen um. So, jetzt noch der vierte Apfel. Ja, also wenn ihr da Ideen habt oder so, immer gerne her damit. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt auf eure Ideen. Ja, muss ich mal gucken. Also wir werden ja auch zu Weihnachten nicht viel sein. Ich feiere mit meinen Kindern, mit dem Freund und der Vater der Kinder. Und wir sind unter uns, also wir machen uns da jetzt nicht esstechnisch auch nicht so einen Stress, aber wir hätten es halt schon gerne Weihnachten so ein bisschen besonders, so wenn es ums Essen geht. So das, ja, was man halt sonst im Jahr nicht unbedingt kocht, also das sollte Weihnachten schon sein, dass wir da irgendwie ja, gemütlich am Esstisch zusammensitzen und uns es gut gehen lassen. So, ich habe jetzt auch alle vier Äpfel schon befüllt. Es ist sogar noch was übrig und ich werde, glaube ich, den Rest einfach mit in die Auflaufform packen. Mal gucken, das kann man ja vielleicht auch so dazu denn noch essen. Zeige ich euch mal. So sieht es jetzt aus. Dann kommt das jetzt erstmal in den Backofen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und genau, Vanillesoße gibt es noch dazu. Die haben wir auch gekauft. Hatten die auch nicht große Auswahl. Müssen wir sehen, wie das schmeckt. Ich zeige euch dann das Endergebnis gleich noch. So, da bin ich wieder. Ich muss mich jetzt leider mal beeilen, weil der Akku voll gleich nicht voll leer ist. So, da haben wir den Apfel. Die waren jetzt so 25 Minuten drin. Mal gucken, ob die durch sind. Jetzt wird da noch ein bisschen, kommt da Vanillesoße. Ah, oh, jetzt kippt er noch um. Naja, aber es will nicht so, wie ich es heute will. Aber es sieht gut aus. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich bin mal gespannt, wie die geworden sind. Ja, nicht das Rezept nicht ganz so, wie ich es mir gedacht und erhofft hatte, aber wir schauen mal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und ja, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit mit schönen vielen Köstlichkeiten. Und dann bis zum nächsten Mal.